Hallo Welt, heute bin ich vom Hüwig, um mit unserer neuen Reihe Proberäume in Essen zu beginnen. Und deswegen werde ich jetzt hier mal reingucken, was denn hier so für ein Proberaum am Start ist. So, ich sitze jetzt hier in dem besagten Proberaum drin mit der Jerry vom Hüwig und ich will jetzt mal so ein paar Fragen hier stellen, was denn hier so rumsteht. Zum Beispiel, wie viele Räume habt ihr hier und was ist so an Equipment vorhanden? Wir haben hier einen Proberaum, der für junge Bands zugänglich ist und wir haben eine komplette PA mit einem kleinen Mischpult und ein Schlagzeug, das aber teilweise noch ausbaufähig ist. Okay. Aber eigentlich ist hier alles vorhanden, was man so braucht. Also Mikros und so kann man auch immer noch nachfragen, haben wir auch noch oben im Büro. Also im Prinzip komplett ausgestattet für eine junge Band, die noch kein Equipment hat. Genau. Das ist ja wunderbar. Und wie viele Räume habt ihr hier? Einen. Okay. Habt ihr hier so bestimmte Zeiten, wo die Bands dann proben können oder ist das komplett frei? Wie ist das? Das ist von montags bis freitags und die müssen schon so um 6 Uhr hier sein, damit auf jeden Fall noch irgendjemand da ist, um den aufzumachen. Und dann können die bis 22 Uhr plus minus eine halbe Stunde noch weiter proben. Also sie könnten auch vor 6 Uhr hier sein, wenn das zeitlich ging, weil es geht nur darum, dass jemand hier ist quasi. Genau. Okay. Was wird denn jetzt so ein Proberaum kosten? Ist das dann auch von der Zeit abhängig oder gibt es eine generelle Pauschale? Wie teuer ist das denn hier zu proben? Es gibt eine Pauschale, weil man eigentlich immer für einen Tag den Proberaum dann bekommt in der Woche und das sind dann 15 Euro im Monat. Also es ist auch eigentlich dann nicht möglich, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ganz oft proben, dass ich irgendwie zwei oder dreimal die Woche probe, dann ging das eher nicht wegen den anderen Bands oder wie ist das? Genau, da muss man sich mit den anderen Bands abstimmen. Manche kommen vielleicht auch relativ unregelmäßig, dann kann man mal sagen, hey, wir haben jetzt ein Konzert oder so. Kann ich vielleicht mal noch zusätzlich den Mittwoch haben, auch nicht nur den Dienstag zum Proben. Aber an und für sich hat man den Tag halt immer komplett gebucht mit den 15 Euro. Also wir haben halt keine Schichten für die Proben. Ja. Okay, und wie ist das? Ich nehme an, dass schon ein paar Bands hier drin sind. Wie ist so die Auslastung? Habt ihr noch Zeiten frei? Momentan sind wir komplett ausgelastet. Wir haben jetzt 5 Bands, die hier regelmäßig proben. Wer weiß, vielleicht springt mal eine ab, aber momentan ist voll. Gibt es denn sowas wie eine Warteliste, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber unbedingt im Hüwig proben, weil ich aus Steele komme oder so und dann sage ich, setz mich doch mal auf die Warteliste, geht das? Ja, die gibt es auf jeden Fall, die ist auch sehr kurz, weil bisher nur eine Band draufsteht, also man hat gute Chancen. Alles klar, okay. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Bedingungen, wenn ich jetzt hier proben will, zum Beispiel, dass ich aus Steele auch kommen muss oder sowas? Nein, man muss nicht aus Steele kommen, aber schon aus Essen eigentlich. Maximal 27 Jahre im Gesamtdurchschnitt von der Band sein, weil wir halt ein Kinder- und Jugendhaus sind und jetzt nicht irgendwie für die alten Herrschaften hier alles zur Verfügung stellen. Ansonsten sollte man sich klar an die Proberaumregeln halten, das heißt alles sauber hinterlassen, möglichst nichts zerstören. Und man muss auf jeden Fall bei dem einmal jährlich stattfindenden Proberaum-Outing mitmachen. Also es ist egal, ob man irgendwie nur 3, 4 Stücke hat oder so, man muss auf jeden Fall einmal im Jahr auftreten. Okay, gibt's noch was wie eine Sicherheit, so eine Kaution oder so, wegen dem Equipment? Ja, die gibt's noch. Es sind 100 Euro. Dafür erhalten die Bands aber auch einen Schlüssel und können eigentlich dann relativ frei kommen und gehen. Es geht halt einfach darum, damit der Raum hier abgeschlossen ist und hier nicht irgendjemand anderes noch reinkommt. Ja, du hast jetzt auch das Proberaum-Outing angesprochen, wo dann die Bands spielen sollen. Ihr habt ja jetzt quasi einen eigenen Konzertraum auch hier. Gibt es dann auch weitere Konzerte oder ist es generell so, dass die Bands, die hier proben, auch dann gut an Konzerte hier im Hüwig quasi kommen?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir bekommen ja auch immer wieder Anfragen für bestimmte kulturelle Veranstaltungen, wie jetzt das Stillleben, wo auch eine Band aus dem Proberaum spielen wird. Also wenn solche Anfragen bei uns ankommen, werden die auf jeden Fall immer sofort an das Proberaum, oder an das Proberaumteam, an die Bands aus dem Proberaum weitergeleitet. Wir haben auch regelmäßige Proberaumtreffen, wo sowas dann abgekaspert werden kann. Und ansonsten machen wir mindestens einmal pro Monat Konzerte, wo die halt auch immer gerne fragen können, ob sie spielen dürfen oder nicht. Okay, und wenn ich jetzt Interesse an Proberaum habe, dann schreibe ich einfach eine E-Mail an den Hübig. Genau. Gerne. Danke fürs Interview. Bitteschön.